Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Channel hier bei WHSelfinvest, wer ist der Broker Ihres Vertrauens? Es gibt ja den ganzen Tag hier auf den vierten IB Days einen eigenen Channel von uns, wo Sie die Trading-Profis treffen können und Vorträge hören. Und jetzt geht es weiter mit Wim Lievens. Freue mich sehr, dass du da bist. Danke, Stefan. Er war ja heute schon im Live-Trading. Einer unserer Live-Trader hat ja schon mal gezeigt, was er da so drauf hat. Hat das nämlich sehr gut gemacht und danke. Ein bisschen was verdient und das richtig schön erklärt, wie das mit dem Nano-Trader geht. Und jetzt wollen wir natürlich mal hinter die Kulissen schauen, wie das genau funktioniert. Der Beitrag heißt ja Scalping mit dem Nano-Trader, also wie man scalpt. Das ist ja auch eine wirkliche Disziplin, die nicht ganz so einfach ist und wo viele sich für interessieren und eigentlich nicht so richtig wissen, wie sie das hinkriegen, dass man das auch profitabel hinkriegt. Und deswegen haben wir hier unseren Spezialisten heute und der wird Ihnen das jetzt genau gleich erklären. Bevor ihr loslegt, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben zwei tolle Aktionen für Sie heute vorbereitet. Die erste, das finden Sie hier oben rechts auf dem Bildschirm immer eingeblendet. Zwei Knöpfe. Der eine Knopf ist die Demo für den Nano-Trader. Das ist die Plattform, die der Wim auch gleich zeigen wird und damit auch das Scalping erklären wird. Da können Sie sich eine kostenfreie Demo sowohl für CFDs als auch für Futures runterladen. Und wir haben eine Aktion für Neukunden. Wenn Sie bis zum 29. März ein Konto bei uns bei WHSelfinvest eröffnen und befüllen, dann bekommen Sie 3 Bücher aus einer Auswahl von 5. Und damit Sie diesen Gutschein kriegen, bitte einfach eine E-Mail an mich, an sfröhlich@whselfinvest.de. Aber wenn Sie auf den Knopf drücken, dann wird die E-Mail auch entsprechend vorbereitet. So, jetzt wünsche ich aber ganz viel Spaß mit dem Scalping und dem Nano-Trader und Wim Lievens. Viel Spaß. Okay. Danke, danke Stefan. Nochmal danke für die Einladung. Was werde ich versuchen hier zu tun? Ich werde etwas mehr über mich erzählen, nur ein paar Worte. Dann eine Seite über Trading, natürlich über die Plattform und dann natürlich meine Strategien. Ich habe eigentlich angefangen zu traden in 98, erst in Amerika, war Swingtrader und habe dann eigentlich nach 3 Jahren bin ich dann eigentlich Profi geworden. Und seit dann habe ich immer nur getradet. Es ist wahr, dass ich heutzutage eigentlich Intraday Handel mache, Scalping, aber lass uns ganz ehrlich sein, es ist nur zum Teil echt Scalping, weil manche Leute denken, wenn man scalpt, ist es so für ein paar Sekunden und das ist es bei mir nicht. Wenn ihr heute Morgen das Live-Trading gesehen habt, wird ihr sehen, dass manchmal bin ich auch mal drin in ein Trade für ja, 3/4 Stunde, 1 Stunde, kann auch länger sein. Aber wenn es gegen mich läuft, ist es oft so, dass ich die erste Minute oder 2 Minuten schon ausgestoppt bin. So, das bedeutet eigentlich, dass meine Positionen dauern so im Schnitt, ich würde sagen, ein paar Minuten bis 3/4 Stunde, 1 Stunde. Das wäre realistisch. Ich trade ungefähr nur von 8.30 Uhr bis 11 Uhr so ungefähr. Das mache ich 4-5 Mal in die Woche. Manchmal noch im Nachmittag auf Mini-DAO auch. Handle auch meistens DAX im Vormittag. Und ja, dann kann man so 1, 2, manchmal 3 Bewegungen erwischen. Und ich würde dann so sagen, in einem Vormittag würde ich dann so ungefähr 2 bis 5 Trades machen. Ja, das wäre realistisch. Im Nachmittag dann, wenn man noch mal 1 Stunde handelt oder 1,5 Stunden, könnte das noch mal 2 oder 3 Trades sein. Dann haben Sie so eine Ahnung, wie das Rhythmus und wie viele Trades ich da so ungefähr mache. Ich würde später erklären, wie ich das sehe, wie ich am Markt rangehe und das mache ich sicher. Aber ich will nur eins sagen über Trading. Ja. Ich weiß natürlich, dass immer man auf die Suche ist nach einer guten Strategie, nach guten Signalen, nach einer Methode, die, ich würde mal sagen, man hofft, fehlerfrei ist. Und das ist natürlich nicht so. So funktioniert das nicht. Trading ist eine mentale Sache. Und ich habe es hier, auch auf diesem Slide steht es sehr deutlich in Blau.
die ganze Marktanalyse und Strategien, und natürlich sind die wichtig, weil da gibt es natürlich Sachen, die man wissen soll, und man muss vernünftig an die Sache herangehen und da muss eine sichere Philosophie dahinter stecken. Das ist natürlich sehr wichtig, aber nur, ich würde sagen, das alles ist nach meiner Meinung nur 20% des Trading-Erfolges. Nur 20%. Ja. 30% ist Money Management. Und die, die heute Vormittag gesehen haben, wie ich gehandelt habe, haben ein sehr schönes Beispiel davon bekommen, wie man einen Trade betreut, wie man den Trade managt, ist nach meiner Meinung eine von den wichtigsten Sachen. Weil wo der Markt hingeht, wo es laufen wird, wie weit es laufen wird, was auch sonst, das kann man nicht wissen. Das Einzige trotzdem, was man bestimmen kann, ist, was man tut. Ja? Und das ist Money Management. Und viele Leute kriegen es nie hin, weil man versucht es mal links und dann ein bisschen rechts und ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Und natürlich ist das ganze Money Management nie perfekt. Man muss sich nur früher oder später ein System aussuchen. Und dann muss man das Schwierigste machen im Trading. Man muss damit leben. Ja? Und dazu will ich natürlich ein bisschen mehr erzählen. Und dann natürlich hat man die Selbstkontrolle. Es hat natürlich total keinen Sinn, sich irgendwo einen Plan zu machen, zu sagen, ich würde dies oder das machen. Und dann einmal, dass es soweit ist, total etwas anders zu machen. Ja? Diese Disziplin, um wirklich 100%, nicht ungefähr, nicht mal ein bisschen und ein bisschen anders, und nein, wenn es über Trade Management und Betreuung geht, einmal, dass man in eine Position rein ist, dann muss man 100% damit leben. Das ist für das Mentale sehr, sehr wichtig. Und die gute Nachricht ist, weil hier auf dem Slide steht, 20% Marktanalyse, 30% Money Management, 50% Selbstkontrolle, dann sehen Sie, dass über 80% haben wir Kontrolle. Wir können perfekt bestimmen, wenn wir einsteigen, aussteigen. Wir haben die Kontrolle. Und mental auch sollten wir die Kontrolle behalten. Und dann hat man natürlich diese ganze Strategie- und Marktanalyse-Geschichten, technische Analyse oder Einstieg, Methodologien oder Strategien, um zu versuchen, da irgendwo eine schöne Bewegung mitzukriegen. Das ist natürlich auch wichtig, aber darüber haben wir keine Kontrolle. Ja? Natürlich können wir mit dem Trend mitreden und können wir dafür sorgen, dass wir nicht 50-50% Chancen haben, ein bisschen mehr. Das geht, das ist realistisch, aber mehr wird es auch nicht. Es ist nicht so, dass hier eine Methode gibt, wo man eine 80% Trefferquote haben würde. Das gibt es nicht. Ja? Das bedeutet, dass man sicher mit 40% Verluste rechnen muss. Aber das ist nicht schlimm. Wenn man es gut betreut, dann reicht das durchaus, um wirklich Geld zu verdienen im Markt. Ich hoffe, Sie haben es heute Morgen, für die, die es gesehen haben, ein bisschen mitbekommen. Und ja, es ist immer das Beste, denke ich, das in die Realität mitzuerleben, etwas in die Vergangenheit zu zeigen. Das ist, was ich nicht so gerne tue, weil es ist nicht echt. Und es ist nur, wenn man echt am Markt ist und man zeigt, was da echt passiert, dass ich denke, das ist das Ehrlichste und das Beste. Ein Wort zum Nano-Trader-Fold. Ich trade jetzt seit ungefähr 7 Jahren mit dieser Plattform. Und es gibt viele Plattformen heute im Markt. Und für mich ist es auch nur ein Tool. Aber für mein System, für meine Methodologie, was ich am meisten liebe in dieser Plattform, ist, dass ich damit semi-automatisch handeln kann. Was meine ich damit? Ich kann meine Stops und meine Ziele vorab eigentlich einstellen. Und ich würde nochmal über meine Zentimeter reden, um es einfach zu halten. Aber wenn ich irgendwo einsteige und ich sage, ich würde meinen Stop auf 3 Zentimeter setzen und dann ein Ziel auf 3 Zentimeter und noch ein Ziel auf 8 Zentimeter,
Zum Beispiel, wenn ich das so einstelle und ich steige ein, dann wird die Plattform automatisch diese Stops und Ziele übernehmen. Und das ist natürlich für mich sehr einfach. Das macht die Arbeit ziemlich einfach, weil anders muss man natürlich, man hat schon ein bisschen Stress, weil man ist am Markt und wenn man dann jedes Order wieder neu einlegen muss und kontrollieren und nochmal bestätigen, das läuft nicht so. Und das ist nur ein Tool, das muss dafür sorgen, dass ich mich konzentrieren kann auf den Markt und mich über diese Stops und Ziele, dass ich die ganz einfach betreuen kann und dass die Plattform für mich einen Teil von der Arbeit übernimmt. Ja? Und dann natürlich One-Click-Order, wo eigentlich mit einem einfachen Klick einsteige. Ich muss verstehen, es geht hier um Intraday-Handel. Manchmal kann das ziemlich schnell gehen. Wenn ich etwas sehe, wenn ich ein Signal sehe, dann muss ich natürlich sehr schnell drin. Und dann kann es nicht so sein, dass ich nochmal 3 oder 4 Sekunden brauche, um im Markt einzusteigen. Dann muss ich nur einen Klick und ich bin drin. Und Stops und Ziele stehen direkt am Markt. Das ist, was ich eigentlich an dieser Plattform so schön finde. Ihr werdet auch sehen, natürlich, wenn es über die Strategien geht, dass ich mit Range Bars handle und dass ich auch meine Stops und Ziele über die ATR einstelle. Und das kann diese Plattform ganz locker, ganz einfach machen. Und das macht meine Arbeit viel einfacher. Ja? Die Philosophie, die dahinter steckt, hat sich bei mir eigentlich nicht so viel geändert. Da gibt es verschiedene Sachen, die ich schon eigentlich ja, heute schon fast 20 Jahre mache. Ja? Aber mehr darüber später. Gehen wir weiter. Eigentlich die Plattform, das ist ziemlich einfach. Man hat ein Chart, ein Orderbuch, dann hat man eine Designerleiste, wo man alles schön einstellen kann. Und dann hat man so noch eine Übersicht, wo man all seine Positionen und seine Order sieht. Eigentlich mehr braucht man nicht und mehr nütze ich auch nicht. Aber das ein natürlich ein wesentlicher Teil von dieser Plattform ist der Chart Trader oder der Speed Trader. Eigentlich sind die gleich. Sie sehen links, Chart Trader ist so diese 2 Bänder, wo man nur mit einem einfachen Klick ein- und aussteigen kann, die im Chart eingezeichnet ist. Oder man hat SP-Trader, das ist eigentlich das Gleiche, aber da hat man dann natürlich die Volumen noch drin und das ist ein bisschen, wie soll ich das sagen, noch ein bisschen ausgearbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze den Chart-Trader. Man kann einer oder der andere nutzen, die machen beide oder die funktionieren beide exakt gleich. Ja? So, ich zeige euch das auch dann später auf die Plattform. So, jetzt lass uns mal reden über die Methodologie. Ich arbeite eigentlich fast schon 7 Jahre jetzt nur mit Range Bars. Was ist ein Range Bar? Auf Deutsch, glaube ich, ist es absolute Spanne. Und eine absolute Spannekerze ist eigentlich eine Kerze, die nicht über das Zeitintervall definiert wird, aber über mit Bewegung. Die meisten Trader arbeiten mit Zeitkerzen. Eine Minute, 5 Minuten und so weiter. Und eigentlich, wie funktionieren all diese Plattformen? So eine Kerze wird aufgebaut, zum Beispiel 57, 58, 59, 60. Die wird abgedrückt und dann fängt die nächste Kerze an. Bei Range Bars, das Prinzip ist gleich, aber da wird die Kerze nicht aufgebaut, ich würde mal sagen, über Zeit, aber über Bewegung. Ein Beispiel würde sein, zum Beispiel, wenn ich mit DAX unterwegs bin, wie heute Morgen, und ich habe da eine Range Bar eingestellt von 5 Punkten, dann wird eigentlich eine Kerze oder eine Range Bar abgedrückt oder absolute Spannekerze abgedrückt, wenn da eine Bewegung ist von 5 Punkte. Das kann sehr schnell gehen, kann auch sehr lange dauern. Ja? Das bedeutet, wenn ich viel Bewegung habe, habe ich viel Kerzen. Wenn ich wenig Bewegung habe, habe ich sehr wenig Kerzen. Und für mich, das Wesentliche natürlich, ist Bewegung,
weil ich kann nur mit Bewegung Geld verdienen. Mit Zeit. Das Problem mit Zeitkerzen ist, dass manchmal läuft der Markt super, aber manchmal läuft er total nicht. Und dann werden da viele Zeitkerzen abgedrückt. Und wenn man lange genug darauf achtet, dann fangen die Trader an, Sachen zu sehen in diese Zeitkerzen, die es oft überhaupt nicht gibt. Und dann viel Geld wird dann nicht verdient, dann wird viel Geld verloren oft. Ja. Und darum ist es besser, man sieht den Markt, denke ich, mit absoluter Spannerkerzen, wo natürlich ist auch nicht perfekt, aber viel besser Bewegungen sieht. Ja? Und ich werde das erstmal zeigen auf die Plattform. Moment. So. Ich habe hier die Plattform geöffnet. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich mache es ein bisschen so, bisschen deutlicher noch. Ja, das ist eine Simulation, um Ihnen Sachen zu zeigen. Und hier habe ich das eingestellt auf, ihr seht das links oben, eine Spanne von 10 Punkten. Und ich hoffe, ihr könnt sehen, dass jede Kerze hier hat dieselbe Größe. Ja? Und wenn die Spanne in diesem Fall von 10 erreicht ist, wird abgedrückt und die nächste fängt an. Das bedeutet eigentlich, was ich tue hier, ist, ich verteile den Markt in gleiche Teile, gleiche Stücke. Ja? Das ist eigentlich, was hier gemacht wird und so sieht das aus. Gehe ich mal zurück zu die Präsentation. Moment. So, wo waren wir? Wir waren hier. Okay. So. Ja. Wie ich sagte, wenig Volatilität, wenig Kerzen, höhere Volatilität, viel Kerzen. Und das ist, was ich will. Natürlich ist es so, dass, um das Ganze deutlicher zu sehen, um Wellenbewegungen zu sehen, werde ich auf diese absolute Spannerkerzen, werde ich da drauf nochmal Heikinashi legen. Weil, wie ich schon sagte, und das wird auch später in die Strategien, ihr werdet das sehen, ich versuche Bewegungen zu handeln. Und ich muss natürlich die Bewegungen sehen. Ja, das ist eine Logik da hinten. Und was mache ich dann? Dann setze ich eigentlich Heikinashi-Kerzen über diese Range-Bars. Ja, geht auch in die Plattform, ist super. Das bedeutet natürlich, dass meine Range-Bars stimmen nicht mehr 100%, aber ich sehe die Bewegungen natürlich viel deutlicher. Ja? Und ihr weißt das schon, Heikinashi ist nur eigentlich eine Kombination von der Info von den letzten zwei Kerzen. Und das ist natürlich, das macht das Ganze viel deutlicher. Und auch die Umkehrsignale, die sind viel, viel besser. Über die Chartanalyse und die, wie ich mich die Märkte ansehe, kann ich, reicht die Zeit nicht heute, aber auch da natürlich ist ein sehr wichtiges Teil, wie man das machen kann oder muss. Eigentlich trade ich drei Bewegungen. Man muss es so sehen. Ja. Korrektionen, Breakouts und ich würde sagen, Momente, wo der Markt abnormal wenig volatil ist. Ja. Und diese Bewegungen, diese Sachen kommen immer wieder vor im Markt. Und das kann, man kann es auch natürlich auf Zeitkerzen handeln, aber das Prinzip von Korrektionen, Breakouts und abnormal wenig Volatilität oder manche nennen es Range, bei mir ist noch ein bisschen kleiner, die kommen immer wieder vor. Und ich warte immer darauf, habe ich ein Signal in einer von diesen drei, in welchen Marktumständen bin ich und dann weiß ich genau, wie einzusteigen und wie das zu betreuen. Das ist, was ich tue. Für die, die das Live-Handel gesehen haben heute Morgen, war es so, dass ja, die erste Bewegung hatten wir verpasst, weil wir haben ein bisschen zu spät angefangen. Nachher habe ich versucht, eine Korrektion zu handeln, aber ich hatte die Korrektion nicht, bin nicht reingekommen.
Aber dann hoffe ich, dass die letzte, ich glaube, dreiviertel Stunde war ich in der Position. Und das war ein sehr schöner Breakout aus einem Marktstillstand. Das war so ein typisches Beispiel von einer von diesen drei Strategien. Man kann das eigentlich auch, man kann dies handeln auf CFD, Forex und Futures. Ich persönlich, ich handle es im Vormittag oft auf CFD DAX. Super Produkt, finde ich. Man kann sich das sehr schön, man kann das sehr schön handeln. Im Nachmittag handle ich mehr Mini-DAO, aber dann im Future-Bereich. Ja, das ist so, was ich mache. Und ich handle das auf verschiedene Spannen. Ja. Lass uns mal weiter sehen. Ja, nochmal diese drei Strategien, eigentlich, die man sich einfach auf einem Chart ansieht. Ja. Ich brauche keine unterschiedlichen Sachen. Nein, ich kann alles darauf handeln. Und ich habe natürlich da ein paar Moving Averages draufstehen, um uns zu helfen, um bestimmte Sachen deutlicher zu sehen. Aber eigentlich kann man sich einmal, dass man ein bisschen Erfahrung hat, kann man sich eigentlich diese ganzen Linien schon mal weglassen und nur die Bewegungen, die man sieht oder die man denkt, dass man die sieht, um die zu handeln. Und das geht wirklich gut. T-Channel Scalping, das ist eine Korrektionsstrategie. Heikinashi Reversal ist eine Breakout-Strategie. Was ist das eigentlich? Was ist das große Problem mit Breakouts? Breakouts sehen unglaublich schön aus. Aber man sieht einen Breakout und dann kommt direkt natürlich die Sache, ach, ein Breakout, wie schön. Aber schade, ich bin nicht drin. Das ist die Wahrheit. Oft sieht man die Breakouts und ja, man hat es nie vorher sehen kommen und man war zu spät drin und dann hat man Angst, da mal nochmal reinzusteigen und so weiter. Das hier ist eigentlich eine Technik, wo man unter bestimmten Umständen trotzdem nochmal einsteigen kann. Ja, das ist die Heikinashi Reversal. Und dann natürlich die Box Trades. Das sind sehr kleine Ranges, wo eigentlich der Markt stillsteht. Das Momentum ist weg. Und die Volatilität ist abnormal gering. Und dann fragt man mir, ja, was soll ich das handeln? Natürlich, weil man weiß, dass das so nie bleiben kann. Früher oder später muss er aus diesem, ich würde mal sagen, abnormalen Zustand. Und das versuchen wir dann zu handeln. Ja? Das sind eigentlich die drei. Es gibt hier auf dem Bild, seht ihr da links oben, ist noch die 8 Uhr, das ist eine Eröffnungsstrategie, gibt es auch in die Store, könnt ihr auch finden, aber das läuft nebenan. Was ich eigentlich, wenn die meisten, die mir schon, oder die Leute, die schon gesehen haben, wie ich live trete, es sind eigentlich immer die drei andere Strategien, die immer bei mir zurückkommen. Ja? Ob es jetzt auf eine 2-Spanne ist und eine 5-Spanne, wie heute Morgen. Manche Leute handeln dies auch auf größere Spannen, weil die verschiedene Instrumente kombinieren können und so weiter. Ja, das sind die drei. Jetzt würde ich etwas machen. Die Einstiege, die bekommt ihr gleich. Aber lasst uns erst über das Wichtigste sprechen. Und das Wichtigste natürlich, das ist das Money Management. Wie betreue ich die Position? Ja. Und ich habe hier so ein Schema, ich versuche das ganz einfach zu erklären, aber früher, wenn ich angefangen habe zu traden am Anfang, ich hatte einen riesen Stress immer dabei. Warum? Weil, wenn es im Verlust gelaufen wäre, ja, das war schade, aber das war noch nicht zu schlimm, aber wenn es das Schwierigste war eigentlich, wenn ich in die gute Richtung eingestiegen war, der Trade lief für mich. Da war natürlich immer die Frage, wann verkaufe ich? Wann nehme ich meinen Gewinn vom Tisch? Und jedes Mal war es so, ich war oder zu früh raus oder zu spät. Ja? Und das hat mich wirklich genervt. Und dann habe ich eigentlich angefangen, ein System aufzubauen, wo ich Schritt vor Schritt aussteigen kann. Was auch bedeutet, ich bin für alles vorbereitet. Ja? Wenn der Markt stark läuft, werde ich
ein Stück davon mitbekommen. Ja, ich hoffe, ihr habt das heute Morgen gesehen. Wenn er total nicht läuft, natürlich, werde ich ausgestoppt werden. Und wenn er nur ein klein bisschen läuft, nehme ich da nur ein paar kleine, die erste Ziele mit. Und das wäre dann ein Scalping. Ja. Aber woran ich nicht glaube, ist zum Beispiel zu sagen, ich werde traden und ich werde 5 Ticks riskieren, um 5 Ticks zu gewinnen. Ich kenne niemanden, der so Geld verdient. Ja. Da muss mehr drin sein. Es stört mich nicht und ich denke, es ist gut, einen Teil seiner Position eigentlich in verschiedene Teile aufzuteilen und zu sagen, ein Teil meiner Position ist kurzfristig und ein Teil von meiner Position ist ein bisschen lange. Weil ich akzeptiere, dass ich unmöglich wissen kann, wird der Trade laufen oder nicht. Kann man nicht sagen. Darum will ich nicht jedes Mal sagen, oh, dieses Mal denke ich, dass es laufen wird und dann ich werde mal reinbleiben und dann nächstes Mal mache ich das nicht und dann mache ich es nochmal etwas anders und dann stelle ich mein Ziel hier hin und dann ein bisschen weiter und so weiter. Das macht einen total fertig. Ja. Und es muss natürlich, man muss auch seinen Spaß dran haben, es muss irgendwo vernünftig sein, um sich hier mit einer Methodologie oder mit einem Trade Management irgendwo klarzukommen und zu sagen, hey, ich mache es jetzt so, ich weiß, dass es nicht perfekt ist, aber ich weiß, dass es gut ist und damit kann ich leben. Ja? Das ist das Wichtigste. Ja? Und wie mache ich das eigentlich? Das sieht so aus. Ich will es euch zeigen auf die Plattform. Aber ihr seht hier auch, sehr wichtig, eine Pyramide. Und eine Pyramide ist, ich könnte natürlich, wenn ich mit 4 Lots handle, könnte ich sagen, ich würde an 4 Stellen ein Lot verkaufen, wie hier. Und ich arbeite immer mit 2 Stops, da komme ich auch noch drauf. Und das wäre natürlich gut, und am Anfang kann man das auch vernünftig machen, da jedes Mal mit ein Lot auszusteigen. Aber wenn man mit ein bisschen mehr Lots arbeitet, und man kann das auch schon mit 3 oder 4 Lots machen, ist dieser Pyramide-Ausstieg sehr wichtig für das Ergebnis. Ich kann es nicht genug sagen, wie wichtig es ist, zu versuchen. Ich weiß, dass mental es einfacher wäre, am Anfang mal ein schönes Teil seiner Position zu verkaufen, weil das fühlt sich gut an. Aber das ist nicht der gute Weg. Wenn man zum Beispiel, wie ich es heute Morgen gemacht habe, 10 Stück hat, wäre es viel logischer zu sagen, an mein erstes Ziel nur 1 Lot verkaufen. Zweites Ziel 2, drittes 3 und 4 laufen lassen. Ich weiß, dass es etwas ist, das Vertrauen muss man vielleicht aufbauen, aber das ist für das Ergebnis am Ende des Monats, Ende des Jahres sicher, wahnsinnig wichtig. Viele Trader am Anfang, die im Kurs kommen und diese Methodologien machen, werden anfangen mit ein paar Lots nur, vielleicht 2 oder 3 und bauen das so langsam auf, ja? Weil Traden lernt man nur mit scharfes Geld, aber mit ein bisschen scharfes Geld, ja? Und nicht direkt Vollgas fahren. Aber so kann man das aufbauen. Aber eigentlich, das Ziel muss sein, dass man zu einem Ergebnis oder ein System kommt, wo man diesen Pyramidenausstieg bekommt. Ja? Ich will es mal zeigen auf die Plattform. Ich würde es dann theoretisch, steht es auch in meine Seiten, aber es ist viel besser, denke ich mal, man sieht das mal. Ja? Ich würde mal sagen, wie das so läuft. Versuchen wir mal die Plattform hier reinzubekommen. Da ist die Plattform. So. Und so steht hier jetzt, Moment, so. Die Einstiege für die verschiedenen Strategien, die kommen nachher. Es gibt 3 verschiedene. Das ist, und man hat hier ein Tool, womit man die ziemlich einfach erkennen kann. Das würde ich mal sagen, ist das einfache Teil. Das schaffen die meisten ziemlich schnell. Das Money Management, darum geht es. Ja. Lass uns mal sagen, ich kaufe hier. Und ich kaufe, ich sage mal was. Ich will mal sehen, wie ich es hier eingestellt habe. Hier. Ja, 4 Stück, um es einfach zu machen. Also mal sagen, ich kaufe hier
4 Stück. Dann seht ihr, dass hier stehen 4 Ziele und 2 Stops. Die Stops kann ich ganz einfach, ja, stelle ich dann so mal hier hin, kann sehr einfach nachschieben, so einfach, nur visuell. Ja. Und lass uns mal sagen, der Trade läuft in unsere Richtung. Ja. Lass uns positiv bleiben, ja, heute. Erstes Ziel erreicht, dann nehme ich eine von meinen 2 Stops und werde nachgezogen bis auf Break-Even-Level. Nur nachschieben. Ist nicht schwierig. Lass uns mal sagen, es läuft noch weiter und auch das zweite Ziel wird erreicht. Ganz einfach, auch mein zweiter Stop wird nachgezogen. Ja? Und jetzt natürlich habe ich 2 kleine Gewinne mitgenommen und läuft noch ein Teil meiner Position. Und jetzt kommt das Schlimmste für die meisten Trader. Die haben natürlich ein gutes Gefühl, haben schon einen Teil von der Position gewonnen und die sehen dann das Geld, das da raussteht und die sagen, ja, jetzt wäre es, warum das Geld jetzt nicht nehmen? Ja, warum nicht? Ein Gewinntrade ist ein guter Trade und dann kommen all diese Sachen, die man mal gelesen hat. Hier noch ein Ziel. Bitte. Sehen Sie genau zu. Jetzt mache ich etwas, auch habe ich heute Morgen auch gemacht im Live-Trading. Das letzte Ziel schiebe ich weg. Oder das ist zu weit. So weit. Das wäre ein bisschen zu weit. Ich will nicht, dass das Ziel erreicht wird. Ja? Und ich werde dies jetzt betreuen. Und ich will manchmal mein Stop nachziehen. Ich werde den betreuen wie ein Trend-Trade. Jedes Mal warte ich auf den Rücksetzer. Zum Beispiel, ja, ich warte auf den Rücksetzer. Und dann, wenn er wieder nach oben, es wieder nach oben läuft, kann ich dann meinen Stop ein bisschen nachziehen. Ja? Und so mache ich weiter, bis der Markt sagt, und jetzt ist es vorbei. Aber der Markt muss es sagen. Ich werde es nur betreuen. Und nochmals, in meiner Position sind eigentlich verschiedene Trading-Stile drin. Der Anfang ist Scalping, das Ende ist Trend. Und wie ich schon sagte, damit bin ich vorbereitet auf alles. Ich bin vorbereitet, ja, wenn es gegen mich läuft, und das ist 40% von den Fällen ist es so, ja, nehme ich meinen Verlust, meine 3 cm. Und dann, wenn es mal gut läuft und es läuft nur 3 cm, ja, dann haben wir einen kleinen Gewinn mitgenommen. Wenn es da mal 10 cm läuft, dann haben wir einen Teil von unserer Position mehr verdient. Und darum geht es. Auch, ich habe es heute Morgen auch schon gesagt, und das ist etwas, das viele Leute nicht immer mitbekommen. Man wird natürlich immer überzeugt durch schöne Systeme und Signale. Und natürlich wird man immer Beispiele zeigen aus der Vergangenheit, die sehr schön aussehen. Und die natürlich gut funktioniert haben. Oder wo die Marktumstände so wären, dass es gut war, dass es gut gelaufen ist. Aber so funktioniert die echte Welt nicht natürlich. Ja? Es ist so, man muss davon ausgehen, dass eigentlich 75-80% von unseren Trades sind nur Arbeit. Was meine ich damit? Man wird damit kleine Verluste und kleine Gewinne machen. Ja? Und es sind nur diese 20% Trades, und man weiß natürlich nie, wann die kommen, die werden das Geld bringen. Und dann muss man natürlich bei der Sache sein und genau wissen, wie betreue ich das. Weil das Schlimmste natürlich, das man machen kann, ist einmal, dass so ein guter Trade kommt, dass man den zu früh schließt. Weil man denkt, es ist schon weit gelaufen und man denkt, ja, in Amerika sitzt da einer und früher oder später geht alles im Keller. Und so geht es nicht. Das hat keinen Sinn, sich da mental fertig zu machen und immer vorauszusagen, was passieren wird. Ich hoffe, Sie haben das heute Morgen gesehen. Ich war 40, 45 Minuten da drin. Ich weiß auch nicht, was passieren wird. Aber ich weiß nur eins. Ich weiß genau, was ich machen werde. Ja. Und da ist der Unterschied. Da liegt nach meiner Meinung den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren.
Ja? Es ist nicht, ob man die rote Linie benutzt oder man die Bollinger Bands nutzt in 2 oder 20 oder 21 oder darüber geht es nicht. Ja? Okay, lass uns jetzt mal, will ich euch mal die Logik und die, ich würde mal sagen, Einstiege, will ich mal mit euch mal durchgehen. So, lass uns mal sagen, hier, wir haben unser Bild hier und die schwarze Linie, die ihr seht, das ist die ganz einfach Moving Average 50. Die rote ist die EMA 20 und die sind nur da eigentlich für die Richtung anzuzeigen. Das ist, wenn die rote über die schwarze liegt, dann werde ich nur treten nach oben, wenn es umgekehrt ist, nur nach unten. Und die Plattform zeigt das sehr schön an. Bei mir ist der Hintergrund, wenn es nach oben geht, weiß. Wenn es nach unten geht, ist es grau. Ja? So einfach ist es. Ja? Dann seht ihr natürlich, okay, ich will nur die Richtung sehen. In diesem Fall, Richtung ist nach oben. Was will ich dann? Das ist hier meine T-Channel-Scalping-Strategie. Das ist eine Korrektionsstrategie. Das bedeutet, ich will mit dem Trend mitreden, aber erst muss er korrigieren. Ich will billiger kaufen. Und wie zeige ich das an? Ich will ein opponierter EMA 20 Break. Das bedeutet, ich will mal, dass diese ein von meiner Heikinashi-Kerzen schließt unter die rote Linie, in diesem Fall, weil der Markt ist aufwärts. Ja? Das ist das Erste. Und dann natürlich will ich, dass früher oder später der Markt wieder dreht und in die ursprüngliche Richtung geht. Und das hier will ich, dass er durch meinen Channel, das ist mein T-Channel, und da will ich, dass er wieder in die andere Richtung bricht und dass er schließt über dieses blaue Kanal. Ich würde dann einsteigen, ein Tick über die Kerze, die darüber bricht. Das ist eigentlich, ich warte auf die Korrektion, ich sehe, ich denke, okay, es fängt wieder an zu laufen in die ursprüngliche Richtung und ich steige ein. Das ist, was ich tue. Das ist der Einstieg. Einmal, dass ich das gemacht habe, das ganze Plattform ist semi-automatisch eingestellt und dann betreue ich die Position. Ja? Trade Management. Ersten Einstieg. Hier habt ihr es nochmal in die andere Richtung, wo man hier ein Beispiel sieht, dass die Kerze schließt über, steht auch in die Store von Self-Invest, da sieht man ein Beispiel in die andere Richtung. Aber eigentlich sind es Signale, die man sehr einfach sehen kann. Jetzt kommen natürlich auch diese Breakouts. Und Breakouts sind eigentlich sehr schwierig zu handeln. Die sehen natürlich super aus, weil jeder Trader oder wenn man die zeigt, dann sagt man, wow, super Bewegung und das, was der Markt da gemacht hat. Aber die Frage ist natürlich, waren wir drin? Haben wir damit Geld verdient? Weil darum geht es noch immer. Ja? Und hier ist es so, ich werde auch hier, wenn ich sehe, dass ich einen Breakout habe, werde ich nur natürlich in die Richtung des Trendes, auch wieder mal mit EMA 20 und MA 50, werde ich in diese Richtung handeln. Aber was will ich jetzt? Eine Korrektion werde ich nicht mehr bekommen. Dafür läuft der Markt viel zu stark. Was ich will, ist eigentlich eine Verzögerung. Da muss ich so ein bisschen eine Verzweiflung, wo er vielleicht so ein bisschen nicht über die rote Linie, in diesem Fall, weil es geht nach unten, aber über das blaue Kanal mal schließt. Das ist so eine sehr kleine, ich darf es eigentlich keine Korrektion nehmen, es ist so, er verzögert sich so ein bisschen. Und dann natürlich will ich da einsteigen, wieder in die ursprüngliche Richtung, mit einem Signal, das ich den Reversal Bar Entry nenne. Und das ist eigentlich, dass man nur an die andere Seite von die letzte Kerze einen Stop-Buy oder Stop-Sell-Order legt. Ja, ist eine einfache Technik, sehr gekannt. Aber natürlich muss man antizipieren. Ich muss auch sagen, in das ganze System von drei Strategien, die man auf einem Chart handelt, die Heikinashi Reversal-Strategie ist nur 5%. Weil Breakouts gibt es nicht so oft. Ja?
Man hat oft Korrektionen und Stillstand, aber echte Breakouts, die hat man nicht jeden Tag natürlich. Ja? Aber trotzdem sehr interessant, um zu wissen. Ich muss sagen, viele von meinen Trader-Studenten, soll ich sagen, sind einmal, dass sie das Prinzip verstanden haben von der Box-Trade-Strategie, oft sehr begeistert. Warum? Weil eigentlich ist es so, dass oft Liebhaber oder Amateure im Markt einsteigen, wenn der Markt sehr stark bewegt. Wo Profis immer versuchen werden, einzusteigen, wenn der Markt nicht bewegt. Ist so. Und hier eigentlich ist es so, Sie sehen hier, ich werde das auch nur handeln in die Richtung des Trendes, aber Sie sehen sehr, sehr deutlich hier auf diesem Chart, sehen Sie diese Boxen oder Blöcke, wo man so zwei horizontale blaue Linien hat. Und das ist so in die Plattform rein parametriert oder programmiert, dass wenn die Volatilität abnormal gering ist, wird die Plattform, wird man im Chart sehen, hey, das Ding bewegt ja nicht mehr oder nicht mehr stark genug. Und dann werden wir einmal, dass wir so ungefähr, ich würde mal sagen, 7 Kerzen haben und diesen Box ist lang genug, werden wir uns natürlich da positionieren und aus dem Breakout aus dieser Box werden wir traden. Hier sehen Sie ganz deutlich 2 Boxen, die wir nach unten traden können. Und ich komme wieder und immer auf das Gleiche. Ein Box ist vielleicht 1 oder 2 Zentimeter und der Breakout kann ich vielleicht 4, 5 Zentimeter verdienen. Und darum geht es natürlich, weil ich habe mein Trade Management, das in die Plattform rein parametriert programmiert ist, steht drin. Ob ich jetzt einen Box Trade handle oder ein T-Channel Scalping, einmal, dass ich reingehe, wird die Plattform übernehmen, wird mal am Anfang direkt meine 2 Stops und meine 4 Ziele hinzufügen und dann kann ich das nachher locker und einfach betreuen. Ja? Und ich kann mich nur konzentrieren, ob mich den Markt anzusehen, zu sagen, okay, welche Bewegung habe ich hier, was kann ich hier handeln und mich auf den Einstieg konzentrieren. Einmal, dass ich eingestiegen bin, muss ich nur betreuen, weil dann gibt es keine Fragen mehr. Ja? Das Schwierigste hier wäre eigentlich noch der Einstieg, weil das muss man noch ein bisschen analysieren. Aber einmal, dass man eingestiegen ist, gibt es keine Fragen mehr. Ist es nur Ausführung, nur Exekution. Ja? Und hier seht ihr das immer gleich, Trade Management. Und hier habe ich das nochmal sehr deutlich erklärt, wie man da so aussteigt. Ja? Dann natürlich habe ich noch etwas hinzugefügt. Ich kann verstehen, wenn man anfängt mit Intraday-Handel, es ist sehr wichtig, sich an die Marktumstände anzupassen. Das bedeutet, sagen, ich werde mit einer Strategie nur handeln, ist nach meiner Meinung sehr schwierig. Darum ist es viel besser zu sagen, okay, was für Marktumstände habe ich? Und okay, ich habe eine Korrektur, dann hole ich eine Strategie aus die Tasche. Habe ich einen Breakout, hole ich eine andere Strategie aus die Tasche. Man kann nicht immer auf verschiedene Marktumstände die gleiche Strategie anwenden. Das funktioniert nicht. Ja. Und oft das Warten, bis die ideale Situation vorkommt. Ich kenne sehr wenig Trader, die auch das schaffen. Darum natürlich diesen Strategieselektor, das ist eigentlich ein Histogramm mit auch da eine Volatilitätslinie, worauf man mit Einblick drauf und wird natürlich ein bisschen erklärt, dann auch in Seminare oder was auch sonst, aber dass man sehen kann, okay, die Marktumstände, wo ich jetzt bin, sind so. Ich bin jetzt zum Beispiel, wenn man so eine blaue Linie sieht, sagt man, okay, ich habe einen Box jetzt. Da kann man sich fertig halten für einen Box-Trade. Wenn man zum Beispiel eine sehr starke Bewegung hat von der Momentum-Histogramm, kann man sagen, okay, jetzt habe ich die Bedingungen für ein Breakout, kann ich mich fertig halten, um da einzusteigen. Ja? Es ist so, dass mit dieses Tool kann man natürlich
ist es einfacher zu sehen, welche Strategie man in welches Moment handeln muss. Ja? Das ist nur ein Tool, um zu helfen. Ich denke, das war das Wichtigste für mich heute. Drei Strategien. Erst habe ich Strategieselektor, wo ich dann wo angezeigt wird, welche Strategie man an diesem Moment am besten handelt. Ihr habt gesehen, verschiedene Stops und verschiedene Ziele, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wo der Markt hingeht, aber ich bin auf alles vorbereitet mit einem sehr präzises und vernünftiges Money Management System und mit sehr klaren und deutlichen Regeln. Man hat das System auch bei Selvinvest in die Plattform rein programmiert, parametriert, um das Ganze natürlich ein bisschen für Trader einfacher zu machen. Und da könnt ihr natürlich immer mal sehen in die Store oder ihr könnt auch mal auf mich zukommen, um das zu erklären, weil ihr da noch Fragen darüber habt. So, das war's für mich. Nochmal, ich will mich nochmal bedanken bei Selvinvest natürlich für die Einladung und ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag heute hier bei Selvinvest in die IB Days. Jawohl, so. Dankeschön, Wim. Das war wieder richtig klasse und ja, wir sind hier bei WH Selvinvest beim Tageschannel, dem Broker Ihres Vertrauens. Einfach aktiv anlegen. Ich bin Stefan Fröhlich, Ihr Gastgeber und freue mich sehr, dass Sie den ganzen Tag hoffentlich bei uns bleiben. Und danke, Wim, für den tollen Vortrag über Scalping. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen mehr auch über dieses fantastische und spannende Thema erfahren können und ein bisschen was mitnehmen können, denn das ist schon sehr wichtig, dass Sie hier wirklich auch die fundamentalen Dinge mitnehmen und genau das so auch versuchen umzusetzen, wie es der Wim gezeigt hat. Und die Strategien, die kriegen Sie ja im Grunde genommen sogar geliefert über unseren Store. Ja, also wenn Sie auf die whselfinvest.de Seite gehen, dann gibt es dort einen WHS-Store und da finden Sie ja genau diese ganzen Sachen, die wir gerade erklärt haben, inklusive Strategy Selector, finden Sie in unserem WHS-Store. So, dann natürlich der Hinweis noch, wenn Sie gerne die Plattform auch einmal benutzen wollen und sich das Ganze mal anschauen wollen, so ganz im Detail, dann können Sie das auch tun, indem Sie einfach oben rechts gibt es zwei Knöpfchen und da einfach auf den Knopf Demo Nano Trader klicken, dann können Sie sich registrieren für eine kostenfreie Demo, sowohl für CFDs als auch für Futures, mit Echtkursen übrigens, ja, also da ist nichts verzögert oder so, das ist wirklich, sind echte Realtime-Preise, die Sie da sehen. Und es gibt noch eine Aktion für alle diejenigen, die sich jetzt entscheiden, bei uns Kunde zu werden. Eine Neukundenaktion, wer bis 29. März ein Konto bei uns eröffnet, der bekommt drei Bücher geschenkt im Wert von 100 Euro aus einer Auswahl von 5. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also auch da einfach auf den Link klicken, mir einfach eine E-Mail schreiben, dann können Sie den Gutschein bekommen und dann kann ich Ihnen den zusenden. Gut, wir machen jetzt wieder eine kleine Pause. Es geht weiter um 14.30 Uhr. Ist das richtig jetzt? Jetzt bin ich uhrzeitmäßig völlig aus dem Tritt. Ja, 14.30 ist richtig. 14.30 geht es weiter mit dem Alois Matthiessen, der uns auch eine Kurzfriststrategie zeigen wird. Also wir haben nochmal etwas zum Thema Scalping und da freue ich mich auch sehr drauf. Und da können Sie auch sehr gespannt sein, denn es ist eine Strategie, die auf dem 1-Minuten-Chart funktioniert. Also, 14.30 geht es weiter. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.